Piratenstammtisch hier in München. Ich freue mich wahnsinnig, dass hier so viele gekommen sind. Ich bin gerade gebeten worden, eine Vorstellungsrunde zu machen. Ich denke, wir fangen einfach mal mit dem Landesvorstand an. Oh, shit. ja, ich bin Stefan Körner, ich bin Landesvorsitzender und ich habe sonst eigentlich nichts zu sagen, aber uns die Basis entscheiden. Mein Name ist Patrick Kraus, ich bin mit einem Antrag. Und jede Bürgerin, was jede Bürgerin auch drin steht. Also liebe Freunde, wir haben eine Suche. Wirklich bis zu einer Mitmachpartei und dementsprechend löchert uns mit Fragen, die ihr habt, darf und darf. Dankeschön. Alex? Ja, oder? Wow. Mein Name ist Alex Lessmann, ich bin der politische Geschäftsführer im Landesverband der Piratenpartei. Meine Aufgabe ist, die Presse Presse-Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen, zuzusehen, dass wir bekannter werden. Dafür haben wir auch die Berliner ein bisschen gesorgt am Sonntag. Und wir sind, wie Martin schon sagt, eine Mitmachpartei. Und jeder, der meint, der könnte in der Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne mitmachen, her damit. Meine Nummer steht im Wiki der Piratenpartei. Beziehungsweise ich habe natürlich Visitenkarten ohne Ende, die verteile ich auch gerne, damit ich endlich loswerde. Insofern. Genau. Insofern, ich freue mich, dass so viele hier sind. Und hat noch jemand vom Landesverband? Nein, aber du kannst gerade noch Grüße ausrichten und zwar an den Landesvorsitzenden. Landesvorsitzende Berlin. Erst herzliche Grüße bestellt. Stimmt, der war der Spitze. Nein, aber der, das zum letzten Jahr war es noch der Riesbaum. Der ist jetzt, weil er Spitzenkandidat war, ist er zurückgetreten als Vorsitzender. Ganz sehr gerne. Gut. Dann hatte ich gerade noch den Ronald und den Joachim vom Bezirk gesehen. Die sind wahrscheinlich jetzt gerade raus, weil es hier so schon ist. Ja, genau. Also ich bin der Achim, ich bin der Schatzmeister hier im Bezirk. Ich bin sozusagen der Albrecht der Partei. Pass hier drauf auf, dass dann die Blumenschatz nicht allzu viel geplündert wird. Damit wir noch ordentlich was Geld in der Kasse haben, wenn es an die Wahlkämpfe geht, auf dass wir ordentlich auch finanziell ausgestattet sind, wenn es darum geht, in den Bundestag und den Landtag einzuziehen. Mein stellvertretender Vorsitzender ist nicht da, oder mein Beisitzer dafür, aber mein Gensek, mein Generalsekretär. Also ich bin Markus, ich bin Generalsekretär in München. Das heißt, ich kümmere mich vor allem um die Mitgliederverwaltung. Das heißt, wer Neueintritt oder Adressänderungen hat, der darf sich jederzeit gerne an mich wenden. Dann mache ich das. Cool, danke. Darf ich mal alle Piraten um mein Handzeichen bitten, die schon länger als 2009 in der Piratenpartei sind? Länger als 2009? Ja, länger als 2009, vor 2009 schon. Oh, jetzt will er die kleinen Nummern sehen. Ja, okay, ich bin nur noch. Wer war schon vor 2010 im... Okay, wer ist erst in diesem Jahr zu uns gestoßen? Wer stoßt in diesem Jahr zu uns? Ja, genau. Wer will noch? Also die jetzt gerade ein Handzeichen gegeben haben, das sind die Piraten, die ihr gleich auch gerne fragen könnt, wenn ihr zu irgendwelchen Themen Fragen habt. Ich denke, die kennen sich alle ganz gut aus. Frag mal, wer nicht Mitglied ist. Mich würde interessieren, wie Okay, wer ist nicht Mitglied? Ja.
bitte nur den Piraten, die sich jetzt noch nicht vorgestellt haben, auch vorstellen, weil die Vorstände sind bei uns ja unwichtig. Die Basispiraten machen bei uns die Arbeit. Bitte. Im Moment jetzt. Soll ich bis jetzt gleich? Ja. Ja. Kurt, für den Ente bitte, für den Hofente. Weg hier. Oh, Entschuldigung. Für den Hofente. Hat jemand die Ente bestellt? Ich habe schon vieles in meinem Leben durchgemacht und ich bin ja eine erfahrene Frau. Keine Ahnung, ob ich hier eventuell Erfolg haben kann. Weiß ich nicht. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute und dass ihr immer gerecht seid. Ja genau, ich bin Mutter. Genau. Ich bin Künstlerin, was immer das heißen möchte, das dauert auch länger. Und ich bin irgendwie eine Anarchistin und das ist ein, ja, und was bin ich noch? Künstlerin vor allen Dingen, Mutter. Du selbst. Ja, ich selbst auf alle Fälle, ja, wie gesagt, ich lebe in meinem zweiten Leben, bin eigentlich eine Bayerin. Ich habe früher, wie ich jünger war, habe ich Scherze gemacht, habe gesagt, ich bin einer der letzten Bayerinnen. Echt. Weil ich so, ich finde das alles echt der Hammer, was abgeht und so. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Echt. Ich fühle mich wie angezogen. Guten Abend, mein Name ist Michael Renner. Ich bin, die Handzeichen haben es gezeigt, schon sehr lange bei der Piratenpartei. Ich bin Redakteur der Flaschenpost. Die Flaschenpost ist das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei. Auch gerade wenn man neu in die Partei eintritt oder sich für die Piratenpartei interessiert, ist es schwer zu erfahren, was eigentlich passiert, was geplant ist, welche Aktionen auch liefen. Und Flaschenpost piratenpartei.de ist eine hervorragende Anlaufstelle, dort mal zu lesen, was es Neues gibt. Wir berichten sowohl aus dem Inneren heraus, aus dem Bundesvorstand und aus den Landesvorständen heraus, als auch über Aktionen. Wir würden uns über neue Leser sehr freuen und wer glaubt, dass er schreiben kann und als Autor bei uns in der Flaschenpost mitarbeiten möchte, ist auch herzlich eingeladen, sich zu melden, vielleicht mit mir gleich. Und dann können wir mal schauen, dass wir neue Autoren gewinnen. Danke. Mein Name ist Benjamin, ich bin auch seit 2009 Pirat. Ich habe im Bundestagswahlkampf 2009 quasi mit einem kleinen Team in Sachsen-Anhalt, soll ich das sagen, die gesamte Öffentlichkeitsarbeit geschmissen. Mehr oder weniger, also wir haben den Spot gemacht, die Plakate, Werbemittel und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ihr einen Flyer habt, wenn ihr ein Plakat macht, wenn ihr irgendetwas habt, wo die CI der Piraten drauf ist, das haben wir verbrochen. Wobei ich jetzt auch finde, dass man da langsam mal wieder was Neues machen müsste. Genau, hauptberuflich bin ich Rampensau. Was heißt das? Ja, Mai, das heißt halt, dass ich laber. So. Und das ist auch nicht nett, aber das ist egal. Ja, es gibt eine Aufzeichnung von der Landesmitgliederversammlung Nordrhein-Westfalen, wo ich mich darüber beschwert habe, dass sie einen Monat vor der Wahl ihre Listenkandidaten für die Landtagswahl im nächsten Jahr gemacht haben. Das fanden die Nordrhein-Westfalen nicht so toll. Die haben es jetzt in YouTube hingestellt und irgendwas hat es dann hingeschrieben. Szenen eines Selbstdarstellers oder sowas und haben es dann mit bissigen Kommentaren meine Rede. Und dann ja, jetzt dazu muss ich sagen, ich war auf der gleichen Landesversammlung und ich fand das vollkommen recht. Ja, genau, jetzt bin ich in München und will hier irgendwie ein bisschen rocken. Von den Nicht-Piraten, Nicht-Mitgliedern vorstellen und mal sagen, was ihn an uns interessiert und warum er hier ist. Ich würde mich dann vorstellen. Ja. Mein Name ist Michael Jobst. Ich bin sozusagen ein Altlinker. Ich war 1968 schon mit auf der Straße und habe immer versucht zu fragen, was ist links? Und links ist nicht für mich Sozialismus, sondern für mich ist links das, was zurzeit die Bevölkerung möchte. Das heißt nicht das, was sie
verbal will und auch nicht das, was sie denkt, sondern was sie emotional will. Und das habe ich also jetzt versucht, erstmal in der SPD, dann habe ich das versucht in der PDS und dann habe ich es versucht in der Linkspartei, mal klarzulegen, was das eigentlich bedeutet. Dass man sich beschäftigt damit, wo liegen die Fehler in einem demokratischen System, das langsam, aber sicher in eine Diktatur gleitet. Und ich habe darüber nachgedacht und habe versucht zu sagen, was ich denke und habe immer erlebt, das heißt, nein, wir wissen das schon. Und ich denke, ich hoffe und bete, dass ich das hier mal darlegen kann, dass ich vielleicht auch ein soziales Programm oder soziale Gedanken einbringen kann, die den Weg weisen, um weiterzukommen, dass die Partei einen guten Zulauf hat von seitens der Bevölkerung, die mir emotional immer zugestimmt hat. Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der mittelständische Industrie. Also ich muss mal vorstellen, mein Name ist Michael Jobst, wie gesagt, ich bin in Thüringen geboren, ich wurde aus der DDR rausgeschmissen, bin dann später in Berlin gewesen und habe da 68 mit verschiedenen Leuten mitgekämpft, habe den Arsch voll gekriegt und wir haben unser Leiden genossen, aber wir haben nicht aufgegeben wie viele andere. Danke euch. Wir haben 64 neue Mitglieder in München, herzlich willkommen. Wir haben fast 400 neue Mitglieder in Bayern. Wir haben fast 3000 neue Mitglieder schon rund. Wer dazu gehören will? Anträge. Ich habe zumindest eine Seite unterschrieben fürs Volkspartei. Was ist dazwischen passiert? Seit Montag steht das Telefon in Bayern wie auch im Bund nicht still. Für die, die es nicht wissen, ich bin auch stellvertretender Pressesprecher im Bund und entsprechend die Telefonate, die im Allgemeinen vom Pressesprecher angenommen werden, die laufen trotzdem über mein Mobiltelefon. Insofern weiß ich, wie sehr unser Pressesprecher im Moment im Dreieck tätscht. Sikor und ich und Holger und ich weiß nicht wer, die Hälfte mindestens der Piraten in Bayern haben schon ein Interview gegeben. Ja. Und das ist auch so. Das freut mich sehr. Ich habe Anrufe bekommen aus jeder Ecke eigentlich von Bayern und die wollten einen Piraten vor Ort. Entsprechend habe ich Sigurd genervt. Sigurd, gib mir die Telefonnummer. Bis er einfach sagte, weißt du was, ich schicke dir einfach alle Telefonnummern, die ich von den Piraten habe. Mach deinen Scheiß allein. Wenn ich jetzt anfange aufzulisten, wer mich alles angerufen habe, sitzen wir morgen hier. Also müsste ich eher sagen, wer uns nicht angerufen hat. Auf jeden Fall kann ich sagen, es ist nicht nur in Bayern, es ist nicht nur im Bund. Wir haben Anrufe bekommen aus Korea. Ein Korrespondent für Mosambik hat mich angerufen und bat um Informationen. Wir haben Anrufe aus Griechenland. Entschuldigung, aber jetzt hat es gestochen. Wir könnten so urteilen wie, ich weiß nicht, die Umweltzahlen oder was auch immer, aber wir könnten mindestens so urteilen wie Greenpeace, nur wir sind politisch und wir sind halt frei politisch, sag ich mal. Wir waren auf der New York Times. Wir waren bei El País. Wer es nicht kennt, es ist die größte spanische Zeitung, die auch in ganz Lateinamerika gelesen wird. Ich hab mit Piraten aus Slowenien, aus Schweden und Großbritannien telefoniert und die sagten mir, die Medien klopfen auch bei Ihnen an der Tür. Berlin hat nicht nur Deutschland und Bayern, sondern auch die ganze Welt gerockt. Ja, bravo. Die Welt steht Kopf, die anderen Parteien staunen Klötzen.
Die verstehen uns nicht. Beinenklötze kannst du auch und wissen nicht mit uns was anzufangen, außer diejenigen, die in ihrem Traumschiff dem Untergang, dem Sonnenuntergang entgehen. Es ist unglaublich, was die Berliner geschafft haben, aber das passiert auch deswegen, weil wir überall, bundesweit wie auch weltweit, eine Basis gesetzt haben für eine neue Bewegung, für Freiheit, für Demokratie, für Transparenz. Und in dem Namen an allen Piraten, allen neuen Piraten und allen Freibeutern herzlich willkommen. Landtagswahl, Bundestagswahl, das kriegen wir auch. Ja. Immer weiter. Und zwar ist schon seit der Bundestagswahl 2009 im Wahlprogramm und im Grundsatzprogramm ist ein Punkt, dass wir für kostenlose Bildung einstehen und die fordern. Und natürlich haben unsere Studiengebühren bundesweit in fast allen Bundesländern so gesehen waren uns ein Dorn im Auge. Viele Bundesländer haben erkannt, dass es eine kontraproduktive Sache ist, wenn man Studiengebühren erhebt. Man bekommt halt das Geld rein, aber im Endeffekt hat man das Problem, dass viele Leute nicht studieren und von der Bildung abhält und damit auch Fachkräftemangel entsteht. Und nachdem mittlerweile fast alle Bundesländer zurückgerudert sind, bis auf Niedersachsen und Bayern, haben wir im August das Volksbegehren gegen Studiengebühren hier in Bayern gestartet. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass der Artikel 73 im Bayerischen Hochschulgesetz so weit geändert wird, dass da einfach nur drin steht, es werden keine Studienbeiträge und Verwaltungsgebühren erhoben. Und damit wir das als Volksbegehren beim Innenministerium einreichen dürfen oder können, müssen wir 25.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern aus Bayern sammeln. Und die ersten 10% sind schon geschafft und das, obwohl eigentlich noch nicht mal an einer Uni wirklich gesammelt wurde, weil da immer noch Semesterferien sind. Das heißt, wir sammeln Unterschriften, wir haben auch Formulare da, wo jeder, der noch nicht unterschrieben hat, noch unterschreiben kann. Bedingung ist, man muss wahlberechtigt sein in Bayern, sprich seit mindestens 3 Monaten einen Hauptwohnsitz hier haben, über 18 sein und deutscher Staatsbürger und kann damit schon einen kleinen Beitrag leisten. Und gerade jetzt, wenn es im Oktober die Semester an den Unis in Bayern beginnen, werden wir auch vermehrt Infostände machen, um da gerade bei den Studenten natürlich, die da uns sehr unterstützen und sehr, sehr gewogen sind und das natürlich unterstützen, dass wir da fleißig Unterschriften bekommen. Und wenn es mehr als 25.000 sind, haben wir auch keine Probleme mit. Wir reichen da gerne beim Ministerium auch 100.000 ein. Weil es auch die Landessicherung. Natürlich auch den Druck erhöhen und den müssen wir machen, weil in Bayern, man sieht, die Leute kapieren es nicht und dann müssen wir sie halt dazu zwingen, sie abzuschaffen, wenn sie es nicht freiwillig machen. Eine Bedingung? Na, zwingen nicht. Pro Unterschriftenliste eine Gemeinde. Das ist nämlich verdammt kompliziert. Genau. Die Bürokratie ist extrem groß. Also wie gesagt, pro Formular müssen alle Leute aus derselben Gemeinde sein, sonst zählen dann teilweise die Unterschriften nicht. Mache ich für Schleswig. Also das heißt, wenn man einen hat sozusagen, oder einen Gesprächspartner, den du ansprichst, und der kommt aber irgendwie aus München zum Beispiel, ich komme außerhalb her, dann sage ich danke dir. Nein, einfach ein anderes Formular nehmen, das Formular von mir. Ich erkläre es mal ganz kurz. Ah, okay. So, wir haben beim Corso Leopold vor 2 Wochen Unterschriften gesammelt und wir haben einfach nur Listen gehabt, die für Leute, die direkt aus München waren, weil wir so gesehen den Vorteil haben, es ist eine große Gemeinde, da ist es egal. Und alle Leute, die von außerhalb München haben, sobald dann eine der Unterschrift drauf war, ist die einfach bei uns weggewandert, dass dann, weil wenn jemand anderes aus einer anderen Gemeinde unterschrieben hätte, hätte es nicht gezählt. Und daher gibt es dann einfach viele Formulare, wo einfach nur eine Unterschrift drauf ist, aber das ist dann das Problem der Gemeinde, die es bestätigen muss. Ja, das ist uns ja egal. Also das ist ja egal. Also für wir müssen nur darauf aufpassen, wenn wir sammeln oder wer sammeln möchte.
genau weiß. Ganz kurz als Hinweis, es ist sowieso viel interessanter, wenn auf jedem Zettel nur eine Unterschrift drauf ist. Wir werden nämlich irgendwann diese ganzen Zettel zum Innenministerium karren. Und wenn man den ganzen LKW voll kaufen, ist es besser. Bevor jemand selber auf die Straße geht und Unterschriften sammelt. Wir planen für die nächsten Wochen und Monate sehr viele Infostände hier in München und im Umland. Das werden wir bekannt geben auf unseren Mailinglisten, auf unserer Website und Wikis. Und vielleicht, also wenn ihr Interesse habt, kommt da erstmal vorbei. Also wenn macht da erstmal mit, dann kommt ihr da in Ruhe rein und dann kann man auch die ganzen Kniffe erlauben. Und dann habt ihr auch jemand Erfahrenes dabei, der euch dann sagen kann, wie es funktioniert. Gut. Noch Fragen oder Anmerkungen? Gut. Nur eine Anmerkung. Hier sind sie. Genau, also dort gibt es Unterschriftenlisten, also wer von euch noch nicht unterschrieben hat, mögen sich bitte dort bedienen und sich eintragen. Wer zuerst informieren will, da gibt es auch entsprechende Flyer zum Studiengebühren. Und dann habe ich jetzt eine Frage, wer möchte denn jetzt hier noch offen irgendwas fragen zu den Piraten allgemein, was er immer schon mal die Piraten fragen wollte? Also ich, da ich ja ein Neuling bin, würde ich gerne wissen, ob sich hier in Bayern die Partei auch einsetzt für Suchtpolitik. Also das heißt, weil ich für Legalisierung von Cannabis bin. Darf ich dazu was sagen? Ja, okay. Wenn ich dazu was sagen darf. Okay, also erst Benjamin, dann Michelle. Also ich kann jetzt dazu wenig sagen, weil ich nicht so viel in Bayern bin. Allerdings, was ich dazu sagen kann, ist, dass es mir persönlich ein Anliegen ist. Ich finde das nämlich ziemlich, gelinde gesagt, bescheuert, dass es im Bundesgebiet unterschiedliche, Verfahrensweisen gibt, wie man dann bei Betäubungsmittelgesetz in Bezug auf Marihuana bestraft. Genau, die Kriminalisierung. Die Verkriminalisierung. Also ob wir jetzt für eine Legalisierung sind oder nicht, das kann sie besser beantworten. Ich persönlich finde, dass es wichtig wäre, dass man sich dafür einsetzt, dass das Urteil vom Bundesverfassungsgericht bundesweit so angewandt wird, wie das Bundesverfassungsgericht es nämlich geplant hatte, nämlich, dass Verfahren fallen gelassen werden unter gewissen Gesichtspunkten, nämlich geringe Menge, was ja auch in jedem Bundesland was anderes ist, dann keine Gefährdung der Öffentlichkeit, was bedeutet, dass man quasi keine Drogen an Kinder abgibt oder sowas, und auch gelegentlicher Konsum. Was halt bedeutet, wenn du zweimal in der Woche erwischt wirst, dann ist kein gelegentlicher Konsum, aber wenn du zweimal in einem Jahr erwischt wirst, dass man dann eben die Strafen nicht so hart macht. Also ich weiß nicht, es kann halt einfach nicht sein, dass du für eine Tüte mit 30 Tagessätzen bestraft wirst, was äquivalent ist zu einem Monat Gefängnis. Also das kann halt einfach nicht sein. Ja, ich weiß, es ist Bayern, aber das regt mich auf und das, finde ich, steht in keinem Verhältnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dann jetzt Michelle. Also wir haben, was ich weiß, im Bundesprogramm einen sehr ausführlichen, sehr komplizierten Antrag gehabt, der, glaube ich, auch durchgegangen ist. Pro-Legalisierung, der einfach sehr kompliziert war und sehr ausführlich. Und wir haben uns dann in Bayern kurz vor dem Bundesparteitag gedacht, man muss es irgendwie kürzer zusammenfassen und haben es irgendwie im Grunde auf Entkriminalisierung reduziert. Das heißt, was im Prinzip dann einfach die Aussage war, wir machen das relativ unkompliziert und sagen Entkriminalisierung zumindest von leichten Drogen. Aber mehr kann man doch nicht schaffen, weil man könnte ja auch Steuern erheben und so. Das war ein so ein Gedanke in der... Oder ist es dann auch wieder... Ich darf Michelle erstmal ausreden. Was ich noch sagen kann, was ich über das Carina-Programm sagen kann, was mir sehr gut gefallen hat, war, da war neben der Entkriminalisierung ein verpflichtender Drogenaufklärungsunterricht. Das wird jetzt immer so schön von der Presse als Rauschunterricht und dann so ohne jede Reflexion irgendwie dargestellt. Es geht nicht zum Konsum, sondern es geht tatsächlich um Aufklärung über Drogen. Und ich finde es einen guten Ansatz, weil es in die Richtung geht, die wir im Endeffekt jetzt ich muss dazu Folgendes sagen. Ich habe einen Stiefsohn. Er fing an mit Haschisch und ist heute
Wenn man Morphium abhängt. Entschuldige bitte, das ist meine Lebenserfahrung. Das ist meine Erfahrung. Ich habe selbst gekifft, das gebe ich zu. Ich habe aufgehört. Würdest du bitte. Ich habe dich ausreden lassen. Ich habe in Marokko aufgehört zu kiffen, weil ich gesehen habe, was da alles passiert ist. Da sind Ehen auseinandergegangen, da sind die Menschen einfach nicht mehr, die waren nicht mehr ansprechbar. Und ich habe da gesagt, ich möchte kommunizieren, ich möchte mit Menschen reden, aber ich möchte nicht lalala. Ja, aber darf ich kurz was dazu sagen? Das ist ja eine Einzel- Also ich finde, also ich habe früher auch gekifft, ganz früher, sehr lange her. Ich habe alles probiert, weil ich neugierig war. Und ich bin nie an der Nase gehangen, ich habe aufgehört, ich habe alles probiert, aber ich war halt jung. Ja, ich finde es bei mir nie keine Einstiegsdroge, gar nicht. Ich finde das ein Quatsch, wenn man das als Einstiegsdroge. Es tut mir leid für den Landesvorstand, aber der Schanke hat da nichts. Wir stellen auf zu gettern. Erst Benjamin, dann mit der Berlin mit 30 über die Stadtgelbwand. Okay, also er spricht jetzt. Also, man kann ja diese Frage auch beantworten, wenn man ganz einfach sich die Grundprinzipien der Piraten ins Gedächtnis ruft. Und eines der Grundprinzipien der Piraten ist, dass wir dafür einstehen, dass der mündige Bürger selber entscheiden darf und soll, was er tun möchte und was er lieber lässt, solange er dabei keine Gefahr für die Allgemeinheit stellt. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, was auch viele Leute tun. Mit Alkohol gibt es lauter Kneipenschlägereien und wer hat schon mal einen aggressiven Kiffer gesehen? Es sei denn, er ist gerade kein Gras und muss sich welches besorgen. Aber sonst sind Kiffer relativ, aber darum geht es gar nicht. Ich will jetzt auch gar nicht so spezifisch auf diese Frage antworten, weil, und das ist eigentlich bei jeglicher programmatischen Frage, kann man eigentlich auf dieses Grundprinzip zurückgehen. Wir sind für mehr Eigenverantwortung, wir sind aber gleichzeitig auch dafür, dass diese Eigenverantwortung in einer dezidierten Bildung gut fundiert ist. Feingliedrig, also eine gute Bildung, dass du halt, wenn du eine Entscheidung triffst, dass du die nicht emotional triffst oder sonst irgendwie so, sondern dass du dich quasi für alle Fürs und Widers informiert hast, dass du die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten konntest und dass dir auch diese Instrumente zur Verfügung gestellt wurden, dieses analytische Denken, das dir ermöglicht, für dich selber die richtige Entscheidung zu treffen, ohne eine Einflussnahme von außen. Gut. Ja, weil ich sagen möchte, dass der Sentiment fast schon vorweggenommen. Wer Alkohol trinkt und Freunde von mir tranken auch zum Teil zu viel Alkohol und sie wurden zuerst lauter und dann aggressiv. Wer zu viel kifft, der fängt zuerst an zu kichern und wird dann langsam. Und wer viel zu viel kifft, der wird sehr, sehr langsam. Das heißt, wir haben ein Risiko der Suchtgefahr und auch der Folgen, sowohl beim Alkohol als auch bei THC allgemein. Die Tatsache, dass THC in Deutschland eher nicht erlaubt ist oder verboten ist oder unterschiedlich bewertet wird, würde ich darauf zurückführen, dass der Markt für Rauschmittel geschlossen ist, begrenzt ist. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die am Wochenende ihr Alkohol zu sich nehmen. Und ich glaube, gerade in Bayern hier wird es einen Aufstand der Brauereien geben und auch der Schnapsbrenner, der zusätzlich dazu noch THC legalisiert wird, was diesen Markt für Alkohol begrenzt. Also ich glaube auch, wir kriegen das Thema dann heute hier nicht geklärt. Wo ich euch aber jetzt durchaus zum Mittel ist. Ja, diskutiert das Thema dann auch gerne in kleinen Gruppen weiter und macht daraus Programmanträge. Und ich bin davon überzeugt, die Parteitage werden einen ordentlich begründeten, vorgetragenen Programmantrag dann auch annehmen zu dem Thema. Gut. Jetzt sind noch weitere Fragen zu den Piraten. Wer sind die Piraten?
wirklich darauf, also eure Homepage gelesen und irgendwas, was ihr machen möchtet. Und da schreibt ihr auch, ihr möchtet dieses bedingungslose Grundeinkommen einführen. Nee, hinweisen. Außerdem ist es ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Frage mal stellen. Ja, nein, bei dieser Frage muss man sofort abbrechen und losdiskutieren. Das ist Nina, magst du die Frage noch mal anstellen? Ja, also ich hab auch vor ein paar Jahren schon über diese Idee gelesen und ich finde sie eigentlich ganz toll, aber ich stelle mir immer die Frage, also es wurde ja noch nirgendwo ausprobiert, ja? Ja. Kann man davon ausgehen, dass wirklich, wenn man das einführen würde, so viele Leute noch so viel arbeiten, dass man das überhaupt finanzieren kann? Darf ich mal was sagen? Okay. Entschuldigung, darf ich mal was sagen? Ich glaube, jetzt war hier, ging zuerst die Hand hoch, dann ging da und dann war Marcel, dann Michelle und dann Anni. Ich glaube schon, wenn die Menschen ein Grundeinkommen haben, haben sie zum Beispiel auch keine materiellen Sorgen mehr und können sich mehr auf ihren Beruf und auf die Ausübung ihrer Tätigkeiten konzentrieren. Und ich denke, dass da eine große Freiwilligkeit der Menschen vorhanden ist. Ich denke, sie wollen sich nicht langweilen, aber sie wollen ihren Beruf ausüben und das mit dem Gefühl der sozialen Sicherheit. Und genau das ist ja das, was heute fehlt. Gut. Also das bedingungslose Grundeinkommen für mich ist eigentlich in Norwegen zumindest teilweise eingeführt auf Studentenebene, wo wir wieder bei den Studiengebühren sind. Soweit ich weiß, bekommt da jeder Student BAföG, elternunabhängiges. Das ist ja quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen, was die Studenten kriegen. Die Studienabbrecherzahlen sind wesentlich niedriger. Die Leute können sich auf ihr Studium konzentrieren, auf die Sachen, die sie eigentlich machen sollen. Muss man das nicht zurückzahlen? Soweit ich weiß, muss man das nicht zurückzahlen. Genau. Die Sache ist, es refinanziert sich ja das System. Dadurch, dass die Leute sich auf das Wesentliche konzentrieren können, man muss halt einfach nur aufpassen, dass die Leute es nicht ausnutzen, rumschmarotzen und halt wirklich gar nichts machen, was aber dann wahrscheinlich wieder eine andere Diskussion ist. Aber das ist immer okay. Erstmal zu den Sachen, weil ich habe das gerade vor. Darf ich dann auch nochmal? Darf ich nicht? Also da ich bei dem Thema BGE mir schon selber mehrmals meine Meinung geändert habe, erlaube ich mir mit einer launischen Bemerkung zu starten. Es gibt tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen in einem Land, dort eingeschränkt auf die dortigen Staatsbürger, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Mein Vorschlag wäre da als erstes einmal, lass uns aber Öl suchen, weil dann ist es ja einfach so. Was ansonsten das Thema angeht, es gibt sehr, sehr gute Argumente, die dafür sprechen. Was Verwaltungsvereinfachung angeht, sicherlich auch ein Stück weit einfach auch ein Zurückholen einer gewissen Bürde im Antrag, das finde ich, soll man nicht kleinreden. Es gibt aber auch sehr gute Argumente, die dagegen sprechen. Ich nenne jetzt mal als Passport Otto ein Detailproblem, nämlich die Auswirkungen auf den Mietmarkt. Ein Euro ist halt nicht ein Euro. Es macht einen Unterschied, ob es der erste Euro ist oder ein weiterer nach 15.000. Das macht einen enormen Unterschied aus. Und wenn man überlegt, wie sich in München zum Beispiel der Mietmarkt entwickelt hat, einfach dadurch, dass eine Menge vergleichsweise finanzkräftige Studenten einfach sich eine große Wohnung teilen können, was das bedeutet für eine Familie, die mehr Wohnraum benötigt, dann wird sehr, sehr schnell klar, dass also dieses ganze Thema noch nicht, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht bis ins letzte Detail wirklich durchkalkuliert ist. Ich sag so, ich bin heilfroh, dass wir hier in der Piratenpartei dieses Thema diskutieren, weil es ist ein spannendes Thema und es bleibt auch noch weiter. Und ich bin froh, dass wir peu à peu anfangen, dort auch in die Tiefe einzusteigen und das auf einem hohen Niveau zu diskutieren. Ich sehe sowohl Befürworter als auch Gegner eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens sehr gut aufgehoben in der Piratenpartei. Denn wenn es etwas auszeichnet, gerade jetzt hier in dieser Partei, verglichen mit anderen Parteien, ist es, dass wir eben nicht gleich eine Lösung für alles haben, sondern sagen, wir suchen sie noch, helft uns dabei. Hallo, ich bin Marcel, ich bin seit 2000 in den Piraten. Ich kann mich da jetzt nur anschließen, deswegen würde ich auch gerne einen allgemeinen Vorschlag machen. Ich glaube, viele von euch haben ihre persönlichen Fragen, die drängen. Hier sind auch viele da, die schon ein bisschen länger dabei sind.
Ich würde einen Vorschlag machen, gehen wir einfach mal ins persönliche Gespräch, da können wir eure Fragen loswerden, da können wir antworten. Es gibt unterschiedliche Meinungen in der Piratenpartei, das ist auch gut so. Das Schöne ist eben, dass man auch neue Ideen noch einbringen kann. Wir haben noch nicht zu allen feste Positionen. Ja, das wäre mein Vorschlag, anstatt jetzt so einzelne Themen zu diskutieren. Marcel, das war alles. Danke für deine Zeit. Auch das hatte ich genau noch jetzt vorzusagen. Also wer möchte jetzt noch dringend was dazu sagen? Die würde ich jetzt sagen, noch einmal zu Wort kommen lassen. Und dann würde ich jetzt auch sagen, danach machen wir dann Ende des offiziellen Teils. Und dann unterhalten wir uns ganz intensiv weiter an den Tischen. Und ich denke, das wird noch ein ganz spannender Abend. Das mit den Sozialpiraten wollte ich eigentlich auch sagen. Aber eine andere Sache zum BGE. Wie wir innerparteilich halt irgendwie Weg gefunden haben, damit umzugehen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, ist, dass es innerhalb der Partei Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und sichere Existenz heißt, was dann irgendwie als Reset abgekürzt wird. In der Presse wird dann immer daraus das Grundeinkommen gemacht. Da gibt es kontroverse Standpunkte innerhalb der Partei. Ich persönlich habe mich da noch nicht entschieden, aber worum es eigentlich bei dem bedingungslosen Grundeinkommen geht, ist ja, dass man erst einmal anfängt, sozusagen gewisse, man sagt ja, Maximalforderungen zu stellen. Wir sind eine neue, progressive politische Kraft und als solche ist es unsere Aufgabe, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Frage zu stellen und neue alternative Lösungen anzubieten. Und genau sowas tun wir mit so Dingen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass natürlich dann immer die Sachen kommen, wie auch schon beim fahrscheinlosen Nahverkehr in Berlin gefordert, wie soll man das finanzieren, wie soll man das finanzieren? Ja, Mai, irgendwie wird man schon einen Weg finden und genau deshalb gehen ja die Sozialpiraten jetzt in Nürnberg zusammen, um zu schauen, wie kann man das machen. Und dass es in Bayern abgelehnt wird, liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass wir uns hier in Bayern zu einem guten Teil aus enttäuschten, ich darf jetzt das böse F-Wort nicht sagen, aber... Und ja, also, dass wir halt hier schon auch aus gewissen FDP- und CSU-Kreisen Zulauf haben und da sind solche kommunistischen Forderungen natürlich nicht gerne gesehen. Keine kommunistische Forderung. Ja, also es gibt auch Positionen dazu. Gut, was hast du jetzt für Olle? Ja. Gut, danke. Würde Ronner bitte aufstehen und sagen, dass er bereit ist, irgendwie Fragen zu beantworten, damit jeder Ron sehen kann. Genau. Das ist ein ausgewiesener BGE. Aber jetzt erstmal Satzungs. Gut, also ich fand, das war ein super Stammtisch. Das war, glaube ich, der beste Stammtisch, den ich hier in München hier mitgemacht habe, von mir aus. Ja, ihr habt alle gesehen, wir führen hier bei den Piraten spannende Diskussionen. Das liegt jetzt nicht daran, dass jetzt hier nicht Piraten mit Piraten diskutiert haben. Genau die gleichen Diskussionen haben wir auch intern. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von denen, die bisher noch nicht dabei waren, zukünftig häufiger bei diesen Diskussionen dabei sind und mit uns über diese Themen reden und dann auch uns sagen, was wir machen sollen und wie wir es machen. So, danke.